Hallo und herzlich willkommen zurück zu Faster Than Light. Wir sind ganz schön gedamaged worden beim letzten Sektor und versuchen aber weiter durchzukommen. Jetzt ab in den sechsten Sektor. Mit mir hier ist der Tommy und... Der Erik. Ich bin Erik. Hi und gucken wir mal, was da so abgeht. Wir haben uns schon gedacht, wir nehmen die grüne Route, weil die rote uns das letzte Mal echt ganz schön zu schaffen gemacht hat. Ja, hier seht ihr nochmal, wir waren schon bei zwei, natürlich hier in der ersten, die zweite Stage war noch nicht so schlimm, aber hier, die hat uns schon echt wirklich übelsten Schaden zugesetzt, deswegen wir gehen lieber hier in den Civilian-Weg. Ja, und das machen wir mal, raus aus dem Rebellengebiet hier. So, NG-Space, wir sind da, alles cool. Alle ja, freundlich. Unsere Crew wurde so dezimiert, oh mein Gott. Alle sind fit, ja, das ist echt scheiße, Mann, dass das Crewmitglied und noch unser Captain, der Pilot, draufgegangen ist. Ach du Scheiße. Ja. So. Okay, erstmal kein Distress. Hier sieht's erstmal friedlich aus, ja. Ich würde ja sagen, wir gehen den ganz langen Weg. Ja, wie immer, ne, solange es geht. Ja. Durchfahren. Gucken wir mal. Ne, das können wir uns nicht leisten. Wir brauchen Missiles, Mann. Ja. Andersrum wäre es schöner gewesen. Es ist echt so wenig. Wir können auch nur noch dreimal die Drones einsetzen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen noch hier runter, ne? Ja. Was haben wir hier? Soldatenschiff. Oh Gott. Auch drei Schild und das Extraschild. Ja. Ach du Scheiße. Strategie flüchten und oder so angreifen. Krasse Laser hat das. Guck mal, ein Fünfer-Laser. Ne, zwei Dreier-Laser. Zwei Dreier-Laser, ja. Flüchten, oder? Und ein Beam. Das ist schon hart. Und vor allem ist es der gleiche Laser, die werden also auch gleichzeitig abgefeuert werden. Was machen wir denn? Ja, wir müssen kämpfen. Auf jeden Fall so lange. Wir müssen irgendwie aushalten. Die, ja. Brauchen wir nicht. System Repair kannst du anmachen. Ja, und dann versuchen wir mal unser Glück, solange wir. Ja. Ach so, wollen wir eben eine Rakete dann überhaupt reindrücken? Erstmal nicht, würde ich sagen. Aber lass sie an, die charge doch. Mach sie immer aus. So, ja. Egal wohin. Das geht eh erst auf das grüne Schild. Ja. Oh Gott. Das wird halt jetzt hart. Das wird uns wieder richtig Schaden geben. Das wird echt hart. Ja, aber wir haben schon ein bisschen was gecharged. Also bald können wir springen. Aber das ist viel zu krass eigentlich. Okay, aber nur einer hat getroffen. Ja, ist okay. Wir hatten Glück. Ging viele vorbei. Wir haben auch... Boah, der Beam. Okay. Ah, oh, Mist. Hättest du die noch getroffen, hättest du direkt eine Rakete auf die Schilde drücken können. Boah. Oh, das war auch gut. Ja, okay. Drück eine Rakete in die Schilde rein, oder? Oder warte noch ein bisschen, dass wir die dann auch gleichzeitig machen können. Oder? Nee, wir drücken sie direkt, bis vor das grüne Schild wieder kommt. Dann reparieren sie es, bevor du den Laser wieder schießen kannst. Nee, auf keinen Fall. Der Laser lädt voll schnell nach. Der Balken ist ja auch kürzer. Dann mach halt. Sieht ganz gut aus eigentlich bisher. Schon wieder keinen Treffer abbekommen. Sieht sehr gut aus. Ja, dann machen wir ihn auch fertig, oder? Ja, dann springen wir nicht. Auf jeden Fall. Jetzt machen wir ihn fertig. Du flüchtest uns nicht, Freundchen. Drücken wir ihm noch eine Rakete? Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nö, brauchen wir nicht. Wir müssen sie echt sparen. Aber dann... Dann mach weiter auf die Schilde eigentlich. Muss ich auf die Schilde, ja. Ist halt mies, aber dann... Jetzt Rakete anklicken und dann rechtsklick irgendwo in Space. Ja. Das eine Schild ist wieder da. Benny hat auch ein bisschen Schaden gekriegt, unser neuer Pilot. Ein Laser von ihm wurde auch eingefahren, ne? Okay, er versucht wegzujumpen. Auch gerade nach unserem Schuss halt. Ja, dann hau noch eine Rakete raus, auf jeden Fall. Auf den Motor. Ja. Dann ist er auch tot vielleicht. Sofort. Ja. Wenn die beide treffen. Oh, er bietet uns noch was an. Fuel, ein Drone-Part und 28 Scrap. Eh nett. Es gibt jetzt richtig viel Scrap in Wir haben auch nicht mehr viel Fuel. Wir kommen überhaupt nicht über die Stage ohne Fuel. Klar, kriegen wir immer. Wir kriegen auch so jetzt Fuel von dem, wenn wir den töten. Also machen wir, aber okay, machen wir ihn fertig. Ja, zack. Ist eh schon passiert quasi. Guck mal, 46, aber leider kein Fuel. Ja, aber, oh, aber dafür ein Drone und ein Dings. Ja, aber kein Fuel. Ja, wir haben noch genug. Das kriegt man fast immer. Dafür viel, viel mehr Scrap. Ja, aber 6,
Oh Gott, wir werden so... Dann gehen wir hier hin. Ja. Ach du Scheiße, Freunde. Werden wir überhaupt durch diesen Sektor kommen? Doch, ich denke schon. Nee, Mann. Doch, guck mal, ein Feierschild. Wir fighten gegen den. Der hat nur 2 Waffen. Guck mal, aber auch 30 Scrap. Ja, aber das ist ja nichts mittlerweile. Du kriegst für alles jetzt 50 Scrap oder so. Du willst fighten? Ja. Gerade nachdem wir den letzten... Hacking-System hat er. Ja. Oh, 3 Waffen hat er doch. Aber das geht. Guck auch mal. 2 Laser halt. Ja, das geht schon. Ey, wir hätten einfach die 29 Scrap nehmen sollen. Quark. Auf jeden Fall. Vor allem, weil wir auch nicht so viele Raketen haben, um jetzt hier... Ja, das stimmt schon, aber das... So eine Action zu starten. Wir brauchen auch das Fuel und alles, hast du auch selbst gesagt. Hey. Das kriegt man dann. Unter Umständen. Oh da. Gott, Waffensystem gehackt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und es geht doch nicht so lang. Guck mal, der saugt... Nein, der so lange, bis das Hacking-System gestört wird. Nein. Guck, weg ist es. Jetzt passiert es halt nochmal irgendwann. Jetzt musst du schnell das Hacking-System töten. Bevor es wieder aktiv wird. Mit dem Laser halt kommst du eh nicht durch. Du musst die Rakete draufballern. Nee. Auf jeden Fall. Schild. Jetzt hast du es wieder versaut. Aber guck, die zieht nämlich nur so ein bisschen was ab von dem Aufgeladenen. Und dann, wenn es aufhört, unsere Repair-Drone macht gute Arbeit. So, jetzt kannst du schießen. Zack, zack. Schild ist down. Und Hacking System ist down. So, Freundchen, das war's für dich. Jetzt geht's auf den Damage. Ja, Rakete brauchen wir erstmal nicht. Nö. Dem Benny geht's ein bisschen mies. Der könnte mal geheilt werden. Ja, aber ich will jetzt gerade während dem Kampf nicht rausgehen. Geht auch noch. Hat noch mehr als die Hälfte. Ist ja eh ein Autohacker, der flüchtet nicht, oder? Aber manchmal, ja. Naja, sicher. Das ist gut, wenn die irgendwo explodieren, was uns gar nicht interessieren muss. Ja, das ist das Beste, was einem passieren kann. Der Laser macht die aber gut. Oh, da hat er wieder gehackt. Und sein Schild ist wieder da. Achso, nee, das hatte er die ganze Zeit, glaube ich. Oh, unser System-Drone-Raum ist kaputt. Oh ja. Deswegen repariert die den auch nicht. Ja, einer reicht aber. So, Freundchen, jetzt kriegst du nochmal auf deine... Hacking, oder? Oder Waffen, ja. Ja, nee, lieber aufs Hacking. So, die Drohne kannst du wieder einschalten gleich. Dann repariert die da auch mit und heilt sich. Cool, ich glaube. Ja, unser Pilot ist wieder Level 2. Der Benny hat es ganz schnell geschafft. Ja, der ist ja mit auch diesen, krass. Die sind ja auch krasse Kämpfe. Mit diesen vielen Schüssen, ja. Immer wenn man ausweicht, kriegt man ein kleines Stück da drauf. Oh, jetzt fängt er aber an zu nerven, gell? Ja, das Zweierschild ist auch wieder da. Ja. Kommen wir nicht durch. Ja, mach's weiter mit dem Burst Laser. Boah. Hat's uns nochmal 2 Damage reingedrückt. Und jetzt hackt's wieder, ey. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Unsere Repair Drone ganz knapp davor zu sterben. Aber sie macht tapfer weiter. Guck mal, die versucht sogar die Türen mit aufzuschweißen. Ja. Oh. Okay. Ja, jetzt haben wir ihn aber gleich. Ja, einen Schuss noch. Hackt bestimmt nochmal. Ja, wahrscheinlich hackt er nochmal. Und danach muss er erstmal alle heilen, auf jeden Fall. Waren jetzt auch so viele Schüsse, okay. Ey. Das war's. Das war's für sie. Hoffentlich kriegen wir Fuel. Nee. Wieder kein Fuel. Aber wieder viel Scrap. Ja. Ah, der Flo ist noch fit. Den Benny kannst du noch reinschicken und den Erik. Tommy ist wieder fit.
Auch wieder fit. Ja, wir haben jetzt echt viel Scrap. Das ist auf jeden Fall schon mal wieder ganz gut. Die Drone ist noch an, alles klar. Laden wir den mal noch. Ja. Ja. Alles klar. Müssen wir noch ein bisschen laden. Mit beide Waffen gleich schussbereit sind. Nee, das geht nicht. Das geht nur, wenn man dieses diese Augmentation hat. Ach so. Oh ja, okay. Da perfekt. Ist ein Store. Da müssen wir hin. Ja. Rein da. Auf jeden Fall brauchen wir ein bisschen Fuel, ne? Unser Schiff muss repariert werden. Ja. Können wir nicht drumherum? Definitiv. 6 Fuel, die müssen wir alle mitnehmen. Guck mal, was es da gibt. Jetzt Distraction Bojen. Also Ablenkungs-Bojen. Oh, das verzögert die Rebellen um einen Sprung weiter. Das ist auch nicht schlecht. Da ist dieser Repair-Arm. Ja, für 50 ist aber schon teuer. Ja, ist schon teuer. Was ist ein Reverse Iron Field nochmal? Ich glaube, das war ganz gut. Oh, das ist halt krass, ja. Ist auch cool. Gegen Ionen, ja. Verkaufen können wir nichts. Ja, erstmal brauchen wir Fuel. Und zwar holen wir uns alle. Echt? Ja. Ey, das ist voll übertrieben. Doch, Mann, wer weiß, wann wir wieder auf den Store treffen. Ich sag's dir, guck mal, im 8. Sektor kriegst du die ganze Zeit Fuel geschenkt. Das weißt du noch, oder? Ja, aber dann lass uns wenigstens... Ja, okay, das reicht aber jetzt. Ja? Ja, auf jeden Fall. Lieber dann noch eine Rakete und noch einen Drone-Part. Noch einen Drone-Part. Wenn wir es wirklich irgendwie schaffen wollen, dann brauchen wir halt echt Kohle noch. So. Ja, das Cloaking und so kannst du total streichen. Ja, können wir alles streichen. Kannst du alles streichen. Wollen wir jetzt hiervon noch was mitnehmen? Ich würde das Reverse Iron Field vielleicht mitnehmen, ja, weil das echt gut ist. Also, alles klar. Ist gebonkt. Ist am Start. Okay. Dann ab in den nächsten. Warte, noch eine Sache. Ah, die kostet auch schon 30 jetzt mittlerweile. Ja. Ja, okay. Dann können wir nichts machen, müssen wir weiter. Ja. Oh Mann. Wieder ein Rebellenschiff. Oh, was er für eine abgespacete Waffe hat. Das ist eine Defense-Drone, oder? Ja, ja, aber oh, eine Zweier. Oh Gott. Ja, dann kannst du es vergessen. Keine Raketen. Aber er hat glücklicherweise nur 2 Laser, also kommst du durch. Ja, dann bringt uns die Defense-Drone nichts. Oder hält die auch Laser ab? Nee. Nicht die Einser. Ja, und die Pegasus brauchen wir gar nicht abschießen. Obwohl, nee, der hält nur einen Schuss auf davon, ne? Ah, könnte sein. Probier mal eine. Teste mal eine an, aber ich glaube, der testen wird, eine der aufs wird Schild sie beide an abschießen, schätze ich mal. Den Burst Laser. Haben leider noch kein Glück, mal bessere Waffen zu finden, außer die Pegasus. Oh, er hat auch ein Hacking-System. Und ein Cloning-System. Ja, ich würde sagen, erstmal auf die Drones dann noch, oder? Mit den Fire-Drone aus. Ja, das wäre cool. Und das ist auf jeden Fall das Krasseste, was er hat. Ja. Ja, ich weiß halt nicht, was das für eine Waffe ist. Oh, hier ist noch eine Combat-Drone. Und er hackt gerade. Ja, was hackt er? Den Motor. Den Motor. Ja, okay. Also flüchten ist erstmal nicht. Ja. Aber Motor ist mir lieber als Waffen. Das stimmt. Obwohl unsere Ausweichchance dann natürlich für eine Zeit lang runter ist. Aber was das für eine Waffe ist, diese Rakete? Guck mal, was ist denn das? Was ist die das? Die hier? Ja. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Guck mal, wo es jetzt einschlägt. Boah, das hat das Schild komplett runtergenommen. Ja, das hat alle drei Schilde. Das hat irgendwie zweimal getroffen, wie so ein Mörser war das. So, du hast Schild unten. Rakete hat getroffen, Laser, oder? Laser auf die Drohnen hast du noch, ja. Alles Laser gut. Auf den Drohnen, ja. Ja, ist cool. Ah. Oh, verfehlt. Und ein Schuss wurde abgeschossen von seiner Defense Drone. Vom Laser? Ja. Ja. Wir brauchen noch eine Rakete. Deswegen ist es halt gut, wenn du echt jetzt die Raketen und den Laser genau gleichzeitig abfeuerst. Weißt du? Lass sie mal beide laden, bis sie voll sind. Das ist halt einfach richtig gut jetzt gegen die Zweier-Drone. Dann kommen auf jeden Fall 3 Schüsse davon durch. Wow. Oh, da oben O2-Raum. Die System Repair Drone ist auf dem Weg, aber das wird nicht reichen, denke ich. Ich glaube auch nicht. Aber du kannst da auch keinen reinschicken. Das geht nicht. Das Feuer macht die kaputt. Zieh lieber den Flo aus dem Raum raus, schnell. Weil der kommt da auch nicht so schnell raus. Der Flo kommt hier nicht raus. Der ist gehackt, ja. Ja, ja, aber hier brennt's. Ja, aber deswegen, zieh ihn nach unten. Nein, wir müssen ja das Feuer löschen, Mann. Ja, aber mach doch die Türen auf dafür. Geht doch nicht, die sind noch gehackt. Die sind gehackt. Ja, die sind alle gehackt. Oh Gott. Ich kann nur hier alle Türen aufmachen, das ist voll weit. Also den brauchst du gar nicht erst hinschicken, den Mantis. Wieso? Weil der so schlecht ist da drin. Ja, mit der Drone zusammen halt. Ich time, bis die Drone hier ist und schick die mit der Drone zusammen rein. Ach so. Und das geht's nicht. Ja. So, Burst Laser ist gleich fertig. Jetzt. So.
Und jetzt beides auf. Burst Laser auf die Schilde. Ja. Ah ne, die sind schon wieder voll da. Ja, du könntest beides halt auf die Schilde mal machen. Boah, hat trotzdem zwei Schüsse abgewehrt, die Defense Drone. Ja, die ist halt krass. So, die muss weg. Die scheiß Drone muss weg. Oh Gott, was machen wir nur? So, jetzt rein da. Na? Ey, warum will er denn nicht gehen? Er geht nicht. Ja, weiß ich nicht. Ach so, weil der Flo dahin kommandiert wurde. Guck, der versucht die Tür aufzusprengen. Oh Gott, das Feuer ist übergesprungen. Ja, das passt schon. Das Feuer ist nicht so schlimm gerade. Dein Laser geht auf die Drohnen gerade, ne? Der Sauerstoff ist auch im Arsch gerade. Ja, ja, klar. Das ist ja das Schlimmste. Ja, wir müssen weitermachen. Das nützt alles nichts. Sauerstoff ist aber noch bei 80% momentan. Wir müssen eben die Raketen nochmal drücken. Ja. Nochmal aufs Schild? Ja, ne? Ja. Okay, einer hat wieder erwischt. Und jetzt den Burst Laser ab auf die Drohnen. Sie sind gerade am Sauerstoff reparieren, das ist sehr gut. Ah, ne, lassen wir erst beide kurz reparieren. Ja, ja, auf jeden Fall. Ey, unser Laser trifft einfach nicht gerade. Der hat so eine krasse Ausweichchance. Ja, wir müssen ja, mal den Motor Fall. Auch treffen jetzt. Da habe ich keinen Bock drauf. Nee, dann gehen die Schilde musst weiter auf da. Die Schilde, ja. Mit der Rakete. Kostet halt echt so viele Raketen. Okay, Sauerstoff ist wieder alles klar. Jetzt hat es ein Schild runtergehauen. Ja, wird direkt repariert. Oh. Ey, ah, die Laser treffen einfach. Der Sauerstoffraum, nicht. Sauerstoffraum. Ist wieder im Arsch. Langsam wird's echt eng da. Oh Gott, Thronraum im Arsch. Aber nur ein. Das ist okay, das kannst du erstmal so lassen. Oh Gott. Ich glaube, die verfehlen jetzt alle. Warum? Ja, die erste hat schon verfehlt, unsere Rakete. Ja, und die andere wurde abgeschossen. Wir haben nur noch zwei Raketen jetzt. Ja, ah ja. Was willst du machen? Ja. Ich weiß nicht, ob es sich halt lohnt oder einfach wegzujumpen. Bessere Variante ist gerade. Mit zwei Raketen können wir auch woanders nicht mehr viel erreichen. Puh, ist das scheiße. Okay, das ist wieder fit. Das ist auch wieder fit. Ja, dann versuchen halt jetzt fertig zu machen. Also, wenn es mit den beiden nicht klappt, kannst du auf jeden Fall sofort wegjumpen. Ja. Kannst du auch jumpen jetzt, bringt nichts mehr. Das packen wir nie im Leben. Scheiße, Mann. Echt mies. Und jetzt kriegen wir was. Toll. Einfach geschenkt, ein Ion Charger, geil. Okay, alle Räume sind wieder repariert immerhin. Da ist ein Store. Wir bräuchten aber erst noch Stuff, ja. Meinst du, wir können zwei Wege gehen? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, du gehst unten lang sogar. Drei Wege kriegen wir nicht und wir kommen nicht mehr zum Store. Ja, okay. Das geht nicht. Dann geh aber den auf jeden Fall. Den, ja. Und dann zum Store, ja. Oh, wir hätten die Leute heilen sollen. Okay, cool. Erik, Heilung. Domi, Heilung. Flo-Heilung. Ja, das Hacking-System ist echt krass. Ja, hätten wir uns vielleicht auch holen sollen. Muss man sagen. Also vor allem, wenn du damit die Schilde hackst, ne, dann sind die ja komplett echt übertrieben, down. Ja. Halt für so einen kurzen Zeitraum, wenn man dann aber die Schüsse gut timet. Ja. Oh, da ist noch ein Store, guck mal. Wollen wir den dann auslassen oder ja. Mitnehmen? Wenigstens lassen wir den aus. Gucken, oder was? 50 Scrap, das müssen wir alles in Raketen und Fuel und so stecken. Ja, und wir können das Ding noch verkaufen. Na toll, ja, nee, das wollen wir nicht. Das sind jetzt alles blöde Sachen, die uns hier passieren. Ah ja, können wir nichts machen. Ja, müssen wir zum Store. Danach kannst du nochmal da hoch und dann ab in den nächsten Sektor. Intruder? Was ist das? Iron Intruder? Ach, das ist dieses Ding, das hatten wir schon mal auf unserem Schiff. Das war ziemlich geil. Das stellt sich in so einen Raum und geht so auf und macht einfach Damage.
an alles und setzt den Raum außer Kraft. Also hier gibt's verkaufen auch Patch, wir erstmal den hier. Patch 2 gab's da noch. Oder? Den wollen wir ja nicht benutzen. Ich weiß nicht, der wäre vielleicht eine Option, wenn wir jetzt die Raketen nicht mehr benutzen können. Wäre der halt schon eine Option. Ja, da hast du recht. Um aber wir können ja jetzt nochmal wieder welche kaufen halt. Ja, aber guck mal auf Patch 2 kurz. Was gibt's denn da noch? Einfach nur Crewmitglieder. Können wir uns auf gar keinen Fall leisten. Ja, aber wir brauchen die drei Sachen hier, also die beiden Sachen ganz Fuel, dringend. Eigentlich nur Fuel würde ich kaufen und so. Dann... Nee, Raketen, Mann. Ja, aber vielleicht, nur eine. Guck mal, wir könnten überlegen, die Rakete jetzt rauszuschmeißen. Ja, aber wir wollen noch weiter mit Raketen arbeiten insgesamt. Ja, würde ich gern auch, aber wie? Ja, wenn wir uns jetzt vier kaufen. Ja, dann kauf halt vier, aber es sind halt 24. Auf geht's. Kauf sie halt. Haben wir halt willst trotzdem, du umswitchen, ja? Wir haben halt trotzdem dann nur 5, weißt du? Also insgesamt immer noch nur 5 Raketen und das hat eben nicht mal für einen Kampf gereicht. Ja, wir müssen auch eigentlich das hier reparieren. Ja. Also keine Raketen kaufen. Also ich würde es nicht machen, weil es halt nicht mehr reicht. Also 5 Raketen reichen nicht mehr für einen Kampf. Eher die Rakete halt verkaufen. Wollen wir sie noch verkaufen? Ja, nee, lass sie nochmal da. Vielleicht haben wir ja Glück und finden jetzt ein paar Raketen. Okay. So, gehen einen Sektor hin. Kannst du noch mitnehmen, ja. Ach du Scheiße, Mann, ey. Das wird immer knapper, immer knapper. Ja, machen wir auf jeden Fall. Na, geil. Na, herzlichen Glückwunsch. Das könnte das Ende sein. Ja, aber der hat nicht so krass. Was ist denn das? Das ist dieses Mind-Control-Ding. Ja, das heißt, der kann uns Mind-Controllen. Ja, unsere Leute halt, ja. Richtig cool. Da geht's schon los. Hat das direkt gemacht? Ja. Ja, guck mal, der Benny ist Mind-Controlled. Na, geil. Ja, kann man nichts machen, oder? Was will man dagegen machen? Ja, da können wir nur wegjumpen, da brauchen wir gar nicht anfangen. Ja, machst du jetzt diesen Ionen, oder? Benutzt du jetzt. Den da. Ja, aber da brauchen wir trotzdem nicht anfangen. Wie? Wir schnetzeln den nicht. Oder ja, aber fertig machen. Ja, dann mach doch erstmal. Ja, wir müssen hier abhauen. Ja, aber der Pilot ist mind-controlled. Ja. Und greift hier das Ding an. Ja. Da wird aber gleich die System Repair Drone reingehen. Ist alles in Ordnung gerade. Ja, der Ion Blazer kommt ja halt jetzt nicht ist durch. Auch wieder normal jetzt und repariert sofort. Also alles gut. Ja, der kommt noch nicht durch, aber guck mal, der zieht ordentlich was ab. Und das Geile an dem ist halt, der schießt so oft, dass man mit dem halt wirklich so ein Dreierschild, ja. So ein Dreierschild dauerhaft downhalten kann. Ja, das war schon eine gute Idee, glaube ich. Muss ich dir recht geben, Erik. Er ist wieder mind-controlled. Ja. Guck, jetzt haben wir schon Dings, jetzt kannst du schon mit dem Burst Laser reinhauen. Die Mind-Control. Ja, auf jeden Fall, das nervt ja voll. Und jetzt. Waffen brauchst du eigentlich nicht, der kommt nämlich nicht durch mit seinem. Ja, dann machen wir ihn jetzt doch fertig. Ja, siehst du, machen wir ihn halt fertig. Machen wir ihn halt fertig. So, der muss. Ah ja, der kriegt nochmal einen, damit er auf jeden Fall nicht abhaut. Intruders? Ach ne, der Dings hat wieder Mind Controlled. Diesmal unseren Dommy. Versucht jetzt die Waffen kaputt zu machen. Kein Problem. Denke ich auch, das dürfte kein Problem sein. Nee, nee. Wenn du cool zack, jetzt. Zack, zack, da ist er wieder weg. Cool wäre es, wenn man die Drohne steuern könnte, ne? Die System-Repair-Drohne. So, um das halt so ein bisschen eindämmen zu können. Ja, die reagiert halt nur automatisiert. Das ist echt ein bisschen. Aber gut, so sind Drohnen halt. Was willst du machen? Naja, die richtigen Drohnen sind automatisiert. Ja, aber. Ha, endlich mal den Piloten erwischt. Ja, und so. Ja, dann machen fertig einfach. Ist ja, gibt ja nichts. Ja, machen wir ihn fertig einfach. Aber wir hätten vielleicht schon früher auf den Ionenlaser steigern sollen. Dann hätten wir weniger Raketen verbraucht halt. Ja, hätten die alle verkaufen können, traden können. Aber den hatten wir ja nicht die ganze Zeit. Oh, ja, das wieder. Gab auch ordentlich. Ja. Das war gut. Auf jeden Fall. Und weiter geht's. Ja, weiter geht's.
Gerade so schaffen wir es noch zum Exit. Sehr schön. Glück gehabt. Exit Beacon. Ja, Freunde. Und, oh, da ist noch was. Fuel, ja. Ja, Refueling Plattform auf jeden Fall. Ja, kriegen wir nochmal Fuel? Nee. Diese Schweine. 3 damage to your hull. Intruders on board auch noch. Und der Motor ist kaputt. Komplett im Arsch. Ja gut, wir müssen die erstmal schnetzeln. Da unten sind die 2, 3. Schick einen schnell in den Türraum, dass die Türen krasser sind und dann lasse ersticken. Oder? Also so größtenteils. Ich würde jetzt da direkt die Türen zur Außenwelt mit dem Vakuum aufmachen. Und noch die andere Tür, die... Ja. Wobei, die brauchst du noch nicht mal aufmachen. Nee, die brauch ich noch nicht mal. Ja. Ich will den noch wegziehen hier. Geht doch nicht, das ist nicht unsere, das ist ein Feind. Ach, das ist auch ein Feind? Ja. Der Domi ist der härteste Fighter auf jeden Fall, ne? Ja. Aber lass ihn nicht da drin kämpfen. Ach so, doch, die kommen direkt rein. Jetzt ist der Domi alleine da drin. Ja. Die anderen kommen aber, sind auf dem Weg. Und es sind auch nur Angies, oder? Größtenteils Sultan und Angies, die sind nicht so stark. Wo ist denn unser vierter Mann? Achso, der ist in den Türen jetzt. Ja, das ist aber, der bringt uns da jetzt gerade nichts. Ja. Schade, ich finde es immer gut, gegen Intruder kann man echt die Türen mal upgraden eigentlich, aber dafür hatten wir echt keine Kohle. Na, guck mal, wie schnell die down gehen, die sind echt kein Problem. Ja, und die Drone macht schon wieder den Motor fit. Achtung, aber einer, ja, der Benny, den hätte es fast erwischt. Okay, machst du die Türen zu wieder? Jo. Auch? Erstmal alles heilen. Ja. Hier kann wieder Sauerstoff rein. Hol die Tür mal auf. So, wer ist denn hier, wer? Erik war? Schilde. Schilde. Benny ist unser neuer Pilot. Mhm. So, der Domi braucht noch ein Upgrade und der Flo geht wieder zum Motor. Genau. Ja. Boah, was ein Sektor ohne Scheiß. Ah, ne, der ist noch nicht fertig geheilt. Doch jetzt. So, ohne Witz, ey. Hammermäßig. Ihr seht, es wird deutlich schwieriger und es ist nicht gesagt, dass wir es hier wirklich schaffen werden bei diesem Run. Ich denke sogar, ehrlich gesagt, die Chancen sehen momentan noch nicht so gut aus. Mal gucken, was im nächsten Sektor passiert. Und dementsprechend ist dann wieder der Erik dran. Ich habe ja gerade gespielt und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein in der nächsten Episode von Faster Than Light. Macht's gut. Ciao, ciao.